erstes Punktspiel nach der Winterpause für die U19 des FC Bayern. In der Nachholpartie des 10. Spieltags der Bundesliga Süd-Südwest trat das Team von Sebastian Hoeneß beim 1. FC Heidenheim an. Und es ging sich gut an für die A-Junioren des deutschen Rekordmeisters. Die 27. Minute, Meritan Shabanis Hereingabe, wird von Heidenheims Kevin Sesser ins eigene Tor abgelenkt. Die Führung für den FCB. Doch das älteste Nachwuchsteam des aktuellen Zweitligisten sollte 10 Minuten später ausgleichen. Der Freistoß zunächst abgeblockt, dann Bogenlampe Nummer 1, Bogenlampe Nummer 2, die Kopfballverlängerung und die Finalisierung durch Jermaine Ibrahim in der 37. Spielminute. 1:1 zur Halbzeitpause und in der gab es für den einen oder anderen eine XXL-Stärkung. Zweiter Durchgang, diesmal die Gastgeber mit dem besseren Start. Wieder Freistoß für Heidenheim, der Ball lange unterwegs und dann wieder so ein Bogenlampending. Die 2:1-Führung für den Aufsteiger durch Innenverteidiger Tobias Reitmeier in der 51. Minute. Und die Heidenheimer legten nach, nur 3 Minuten später. Jonathan Meyer mit dem Foul im Strafraum der Bayern. Bittere Doppelbestrafung für den FCB. Es gab Elfmeter und zudem Gelb-Rot für den bereits verwarnten Außenverteidiger. Kevin Sesser, der Eigentorschütze, traf diesmal für sein Team das 3:1 für Heidenheim in der 55. Minute. Die Bayern aber steckten trotz Unterzahl und 2 Tore Rückstand nicht auf und kamen mit toller Moral nochmal ran. Unser südkoreanischer Winterneuzugang Wo Jeong mit dem 2:3 Anschlusstreffer in der 66. Minute. Doch dabei blieb es leider. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß verliert im ersten Pflichtspiel 2018 damit erstmals in dieser Bundesliga-Saison. Ja gut, wir sind natürlich schwer enttäuscht, 3:2 verloren. Heidenheim hat eine große Effektivität an den Tag gelegt, gerade bei der Standardsituation, die wir leider haben vermissen lassen bei unseren Torchancen. Da hatten wir einige. Ich kann nicht mal sagen, dass ich grundsätzlich unzufrieden bin mit dem Spiel. Hoffentlich läuft es für Sebastian Hoeneß und sein Team im ersten Bundesliga-Heimspiel dieses Kalenderjahres gegen Fürth besser und vom Ergebnis erfolgreicher.